ja, jetzt haben wir den Ingmar hier nach dem 0-3 gegen MSV Duisburg. Ingmar, was ähnlich einseitig wie im Hinspiel vielleicht? Nee, also ich denke schon, natürlich Ergebnis ist das gleiche, aber ich glaube schon, dass wir eine Klasse besser gespielt haben als im Hinspiel. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das Ergebnis von den Chancen heute hätte unbedingt höher ausfallen müssen, was im Hinspiel eigentlich der Fall war. Ja, letztendlich ist das keine Mannschaft, an der wir uns messen müssen, können. Ja, es sind ganz andere Jungs, muss man schon sagen, wenn man das Monster hinten sieht, der Vierer, ist für mich normal, warum der da spielen muss, keine Ahnung. Egal, ist nicht unsere Baustelle. Ja, natürlich bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wir haben uns schon hier was ausgerechnet. Wir haben versucht, den Punkt, den wir hier haben, auch hier zu behalten. Ja, haben das in der ersten Halbzeit bis zum Tor, denke ich mal, sehr, sehr gut gemacht. Haben keine Torschance zugelassen. Das Einzige, was ich in der Halbzeit dann schon gesagt habe, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist in der Mitte, dass wir da auch mal zu lang, ja, da wo es weh tut, weil ich sag mal, der 7er und 8er, die konnten da so ein bisschen schalten, walten, wie sie wollten, ja, und da bin ich der Meinung, da hätte man schon mal ein bisschen die Jungs ein bisschen was spüren lassen, weil ich da, dann nimmst du automatisch den einen oder anderen Prozent raus, ja, letztendlich war es dann ärgerlich, dass wir so einen Doppelschlag vor der Halbzeit bekommen haben. Der Nabil, weiß ja auch, ein sehr ausgebildeter Trainer unserer Jugendmannschaft, sagte, wir haben verloren, weil wir ihnen das Mittelfeld überlassen haben, kampflos. Wie siehst du das? Ja, was heißt das Mittelfeld überlassen? Ich sag mal, es war schon... Meint ja zu tief gestanden, vermute ich. Nee, das war ja nicht der Fall. Ich sag mal, das Zweite, was er gesagt hat, dass wir da hätten wir mal zu lang müssen, was ich gerade gesagt habe, da in der Zentralen. Ansonsten haben wir da vernünftig gestanden. Wir haben dem Gegner eigentlich, wie gesagt, bis zum 1-0 keine Torschance gegeben. Ja, und... wir mussten uns dann halt an solchen Sachen, ich sag mal, als der Easy da freigespielt wird, ja, an solchen Sachen hätten wir uns hochziehen können, dass mal durch so eine Situation was passiert. Ja. Für uns war ganz klar, dass wir nicht die Mannschaft sind, die heute 40-50% den Ball hat. Ja. Das war uns von vornherein klar. Trotzdem bin ich der Meinung, haben wir das eine Klasse besser gemacht als im Hinspiel. Ja. Das ist meine Meinung. Also wir haben da immer noch vernünftig gestanden, auch zweite Halbzeit, wo ja wirklich die Gefahr sehr groß ist, dass sowas dann ausartet. Ja. Aber ich denke mal, da haben wir uns dann noch vernünftig präsentiert. Okay, dann schließen wir den heutigen Tag ab und gucken auf nächste Woche. Da steht ja noch ein Revanche-Spiel an. Was kannst du jetzt schon dazu sagen? Ja, was heißt Revanche-Spiel? Wir haben jetzt noch genügend Spiele und für uns ist jedes Spiel wichtig jetzt in der Situation. Ja. Natürlich ist es ein Derby, hat immer eine hohe Brisanz. Im Hinspiel haben wir, denke ich mal, die Packung bekommen, wobei wir meines Erachtens erste Halbzeit nicht die schlechtere Mannschaft waren, haben aber da personell aus dem letzten Loch gepfiffen und ich denke mal, dass wir da uns nächste Woche ganz anders präsentieren werden. Wie sieht es mit dem Ötze aus, der trotz Verletzung heute gespielt oder angeschlagen ist, nächste Woche wieder bei 100%? Ja, aber 100% wäre schön, ja, aber wie gesagt, der Ötze, der ist in der letzten Woche, ist der da vor die Barriere gelaufen und hat sich da die Rippe, hat sich da eine Blessur zugezogen und ist dann halt an einer sehr ungünstigen Stelle und jeder, der schon mal was an der Rippe hatte, der weiß, wie unangenehm das ist, ja, und ist halt ärgerlich, dass wir da dann halt auch wieder verletzungsbedingt wechseln mussten. Aber ich denke mal, dass wir den Ötze bis nächste Woche wieder hinkriegen. Und der Jule, auf Verletzung raus oder so raus? Nee, er hatte schon in der Halbzeit angedeutet, er hatte wieder muskuläre ein bisschen Probleme. Ja, und wie gesagt, dann macht es dann keinen Sinn, das Ding dann durchzuziehen und dann letztendlich dann nächste Woche drauf zu verzichten. Er ist alt genug, um zu wissen, bis wohin er gehen kann. Und dann hat er halt kurz vorher signalisiert, es wäre jetzt besser. Und dann haben wir da nochmal getauscht. Okay, dann lassen wir es aber. Dann wünschen wir dir trotzdem noch einen schönen Sonntag und hoffen dann auf einen erfolgreichen nächsten Sonntag. Ne? Ja, wir werden alles dafür tun. Ja, davon gehe ich aus. Ja, richtig. Danke dir.